Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich einen Userwunsch erfüllen, und zwar vom Fernsehfuzzi. Der hat sich gewünscht, dass ich mal eine Sushuk-Tasche mache. Dafür brauchen wir etwas Schlanggurke, geschnittene Tomate, grünen Roma-Salat, man kann auch grünen Eisbergsalat nehmen, ein türkisches Fladenbrot, ich habe das hier schon mal ein bisschen klein geschnitten, Joghurt und natürlich unsere Sushuk-Wurst. So, ich habe die hier auch schon mal ein bisschen klein geschnitten, dass wir die jetzt einfach gleich so auf den Grill legen können. Wir geben noch etwas geschroteten Pfeffer und Salz in den Joghurt. Dann vermengen wir das Ganze. Ja, und dann ist eigentlich unser Joghurt auch schon fertig. Jetzt geben wir unsere Sushuk-Wurst auf den Grill für circa eine Minute. Nach einer Minute drehen wir die Würstchen mal ein bisschen um und schließen den Deckel noch mal für eine Minute. So, die Minute ist vorbei. Jetzt drehen wir die Wurst mal um. Ah, man sieht, das wird schon langsam was. Das riecht richtig lecker. Jetzt geben wir hier noch unsere Fladenbrote hinzu und schließen den Deckel noch mal für eine Minute. So, die Minute ist vorbei. Wir drehen unsere Fladenbrote um und natürlich unsere Sushuk-Wurst. So, alles schön umdrehen hier. Und dann schließen wir den Deckel nochmal für eine Minute. So, eine weitere Minute ist um. Ich drehe jetzt hier nochmal das Fladenbrot um. Und dann schließen wir den Deckel nochmal für eine Minute. So, unsere Sushuk ist fertig. Ich nehme die mal hier herunter vom Grill und lege die auf den Teller. So, und jetzt fangen wir mal an, hier unsere Sushuk-Tasche zu belegen. Einfach hier in den Fladen reinschneiden. Dann fangen wir an, das Ganze mal zu belegen. Etwas grünen Salat, Tomate, Schlangengurke. Jetzt geben wir etwas Joghurtdressing hinzu. So. Und natürlich unsere Sushuk-Wurst. So, die verteilen wir jetzt hier auch mal in der Tasche. So, dann schließen wir das Ganze. So, ein bisschen reindrücken, dass er nicht rausfällt. So. Ja, das ging ja richtig fix. Fertig ist unsere Sushuk-Tasche. Ich wünsche guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.